Schönen guten Morgen, herzlich willkommen aus der BH10, herzlich willkommen zum EU-Livestream Ich und die EU. Ein ganz herzlicher Willkommensapplaus an alle aus der BH10 in Wien. Wir freuen uns im Rahmen unseres Livestream-Programms heute ganz, ganz exklusive Gäste auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Eine interessante Stunde wartet auf Sie. Ich wünsche Ihnen viele interessante Eindrücke an allen 116 Standorten in ganz Österreich und vielen Freunden der Handelsakademien und Handelsschulen. Ich darf das Wort weitergeben an Herrn Weingartner, der uns heute durch die nächste Stunde führen wird. Ein herzliches Willkommen im Podium. Gute Unterhaltung. Aber jetzt, genau. Vielen Dank, Herr Direktor. Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße euch gleich den Livestream, also alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die uns via Livestream zusehen. Wir nehmen sie möglichst auch hinein. Also auf Facebook gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich interaktiv einzubringen. Also diese Einladung, damit sie bei uns auch sozusagen wirklich aktiv dabei sind. Mein Name ist Benedikt Weingartner. Ich bin, jetzt kommt der Herr Dr. Busseck. Das ist alles live miterlebt, wie das hier abläuft. Ein bisschen weiter zu, achso, dass er vorbeikommt. Ja? Nein, das ist gut, er kann so rüber. Das Sie erleben jetzt live, wie sich das hier ergibt. Sehr schön, wenn es ein hohes Podium gibt, dann sieht man jeden, aber es ist auch... genau, Gipfelstürmer. Gut, dann vielleicht zurück zum Sticker rüber, dann ein bisschen weiter zurück, damit man alle schön sieht. Gut, jetzt sind wir vollzählig. Also, noch einmal herzlich willkommen. Mein Name ist Benedikt Weingartner. Ich bin, ich sage immer, gelernter Europäer. Das kommt aus meinen früheren Tätigkeiten. Ich war in ganz Europa unterwegs als Künstlermanager. Mittlerweile bin ich Journalist. Arbeite hauptsächlich im Bereich der EU-Öffentlichkeitsarbeit im Haus der Europäischen Union, mache eine Gesprächsreihe mit spannenden Gesprächsgästen und ich weiß, dass zum Beispiel hier von der Schule der Bundeshandelsakademie Wien 10 auch schon Schüler bei uns im EU-Haus waren und ich hoffe, es kommen noch viel mehr und auch aus anderen Schulen. Ich möchte ganz am Anfang Ihnen natürlich unser Podium vorstellen und zu meiner Rechten, den ich sehr herzlich begrüße, wir haben uns jetzt eben gerade jetzt erst gesehen, den Herrn Dr. Busseck. Der Herr Dr. Busseck ist studierter Jurist und er war, und das ist eine lange Zeit, vor allem aus Ihrer Sicht, weil da waren Sie noch nicht geboren, er war in den 80er Jahren Landesparteiobmann der Wiener ÖVP und dann auch Vizebürgermeister in Wien, ab 1989 Bundesminister für Wissenschaft und Forschung und dann in der Bundesregierung von Bundeskanzler Franz Vranitzky auch Vizekanzler. Und zwar bis 1995, nämlich zu dem Jahr, in dem Österreich der Europäischen Union beigetreten ist. Heute ist er immer noch sehr, sehr aktiv, gerade auch für Europa. Das werden wir sicher auch dann gleich hören. Und er ist heute auch Vorstandsvorsitzender des Instituts für den Donauraum und für Mittelmeer. Mitteleuropa. Gut. Dann zu meiner Linken in der Mitte, ich mache die Vorstellung jetzt gerade so ein bisschen nach dem Alter, die Frau Magister Evelyn Regner. Die Frau Magister Evelyn Regner, wir sagen so im Fachjargon MEP, also MEP, Member of the European Parliament. Sie ist auch studierte Juristin und seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments.
für die SPÖ und eben dort auch seit 2015 Delegationsleiterin für die SPÖ. Im Europäischen Parlament dann aber eingeordnet in der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialistinnen und Demokratinnen. Ihr Background ist, sie ist, würde ich einmal sagen, eine sozialpolitische Expertin, hat für die ÖGB, den ÖGB, den Österreichischen Gewerkschaftsbund, gearbeitet, lange Zeit, war 9 Jahre auch Leiterin des ÖGB-Europabüros in Brüssel und ist also gerade für Arbeiterinnenrechte eine, die Powerfrau, würde ich sagen. Ja, dann von Ihnen aus gesehen, linken Seite, ganz außen Christian Zoll. Der Christian Zoll ist einer der 4 Vorstandsvorsitzenden oder 4 Vorsitzenden der österreichischen Bundesjugendvertretung. Das ist, wer es noch nicht gehört hat, man kann alles googeln, BJV, Bundesjugendvertretung. Gesetzlich verankert ist die Bundesjugendvertretung als Interessensvertretung aller Kinder und aller Jugendlichen in Österreich. Und auch wenn einem die Bundesjugendvertretung so im Detail nichts sagt, aber die 54 Mitgliederorganisationen, da kennen wir einige davon, nämlich von der Jungschar bis Jungen, SPÖ, Neos, also Junos, politische Vereinigungen, aber auch Pfadfinder und was es alles gibt an Jugendorganisationen, auch Schülerinnenvertretung sind da eingeordnet. Und der Christian Zoll ist, um es auch vielleicht im politischen Background zu sagen, in der Bundesjugendvertretung überparteilich, aber er ist auch Mitglied der Bundesleitung der Jungen ÖVP und vor kurzem, Anfang November, zum Vizepräsidenten der Jungen Europäischen Volkspartei gewählt worden. Und also wir werden ihn vielleicht irgendwann einmal dann in ganz wichtiger Position noch erleben. Ja, das bringt mich jetzt aber zu Schülerinnen und aus der Bundeshandelsakademie Wien 10 sozusagen hier zu Hause ist der Philipp Wagner. Und der Philipp Wagner, den verbindet etwas mit den beiden anderen Schülerinnen, nämlich mit der Jasmin Sembera und dem Anatol Schmidt, die beide aus der VBS Floridsdorf, also der Vienna Business School Floridsdorf kommen und auch die quasi vertreten. Es verbindet sie, dass sie zusammen das mit 2 anderen noch das Team Austria gebildet haben in Zagreb für die Schulweltmeisterschaft im Schuldebattieren. Und was auch ganz toll ist, die Jasmin und der Anatol waren vor kurzem auch in Straßburg, nämlich im Rahmen des Euroschool-Projektes des Europäischen Parlaments und haben so im Europäischen Parlament mit vielen, vielen hundert anderen Jugendlichen über Europa diskutiert. Ja, worüber sprechen wir heute? Sie wissen, das Thema ist Hashtag Europa for me. Europa, Chance und Möglichkeit für mich. Wir wollen uns ganz konkret eben vor allem, wollen nicht groß hochphilosophieren, möglichst über Europa oder politisch das System diskutieren, sondern wir wollen darüber sprechen und diskutieren, was Europa für mich persönlich ganz konkret bedeutet, ist und welche Möglichkeiten ich auch in Europa sehe. Ich wollte noch was erklären, weil ich weiß, das ist mir gesagt worden, wir haben hier Maturanten sitzen und in der Schule, ich war selber mal 7 Jahre Lehrer, spricht man sich per Sie an. Ich habe mich ja mit den 3 Schülerinnen vorbereitend getroffen und wir haben vereinbart, wir sind per Du, bin auch mit dem Christian Zoll per Du und deswegen werden wir auch per Du bleiben und heben das sozusagen auch auf die persönliche Ebene, auch wenn es also nicht so in der Schule oft dann üblich ist und Sie mit Sie angesprochen werden. Einleitend gebe ich das Wort den Schülern. Wir haben einen Videozuspieler, um zu hören, was junge Menschen, Schülerinnen zu Europa zu sagen haben.
Für mich bedeutet die EU, dass man seine eigene Meinung sagen kann und in Freiheit leben kann. Dass man überall Schach bauen wohnen kann. Ohne Grenze zur Schule fahren. Die EU bedeutet für mich Sicherheit. Zugehörigkeit und ein friedliches Miteinander. Für mich bedeutet die EU Schutz und Unterstützung. Eine sichere Wirtschaft, aber auch einheitliche Gesetze. Frieden und Zusammenhalt. Die EU steht für Freiheit, Gleichberechtigung und sie sorgt auch für ein friedliches Miteinander. Die EU heißt für mich, dass sie in einer sicheren Umgebung aufwachsen kann und dass sie eigentlich werden kann, was sie will. Coole Projekte in anderen europäischen Ländern. Grenzen überwinden. Dass man bei den Grenzen keinen Ausweis zeigen muss. Die EU bedeutet für mich gemeinsam stark sein. Das waren Schülerinnen aus unterschiedlichen Handelsakademien, Handelsschulen aus ganz Österreich. Und jetzt kommen wir zum Podium. Ich möchte hier die Jungen fragen, was für sie Europa ist, Europa bedeutet. Und dann sagen wir gleich Ladies first. Jasmin, ich gebe dir das Mikrofon. Was ist für dich persönlich Europa? Vielen Dank. Für mich ist Europa ein Friedensprojekt, das aber zu viel mehr geworden ist. Das mich unterstützt in den Themen, die für mich als Jugendliche auch relevant sind. Eben das Schengen-Abkommen, wie schon erwähnt wurde, freie Grenzen, das Roaming, anerkannte Studien, dass ich in anderen Ländern arbeiten, studieren etc. kann. Das ist für mich einfach immens relevant, weil wir auch in einer globalisierten Welt diese Möglichkeit geboten haben sollten. Mhm, danke. Dann geben wir gleich das Mikrofon weiter an den Anatol. Ist, glaube ich, eingeschaltet. Dankeschön. Also für mich, wie es die Jasmin auch schon gesagt hat, die EU erlaubt uns, kurzfristige Entwicklungen zu realisieren, wie jetzt zum Beispiel das Roaming-Netz, was wir vor kurzem realisiert haben in Europa. Aber auch langfristig setzt es Impulse, die uns wirklich weiterbringen und die wir alleine als Nation Österreich einfach nicht so mitbestimmen könnten. Das sind Sachen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, das sind alles Dinge, auf denen auf großer Ebene geforscht werden und das wäre ohne der EU nicht möglich. Und ich stelle sie mir immer gern vor wie eine Klassengemeinschaft, wo jeder eine eigene Meinung hat, aber im Endeffekt haben wir alle ein großes gemeinsames Ziel. Wir wollen Leistung bringen, wir wollen uns verbessern und dafür brauchen wir auch unsere gegenseitige Unterstützung. Danke. Und genau, machen wir gleich weiter mit dem Philipp. Hallo. Für mich bedeutet die EU Freiheit. Freiheit, das zu tun, was ich will, das zu lernen, was ich will, das zu arbeiten, was ich will, das zu kaufen, was ich will, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Ja, Freiheit. Danke. Und lassen wir es eingeschaltet. Okay. Und geben es gleich an den Christian weiter. Hallo erstmal. Freut mich sehr, dass ich da sein darf, auch im Namen der Bundesjugendvertretung. Was für Europa für mich bedeutet, ich finde das eine relativ schwierige Frage, weil jeder interpretiert Europa ein bisschen anders. Das haben wir im Video schon gesehen oder hebt andere Sachen hervor. Ich glaube, das, was für mich Europa am einfachsten sagt, ist Einigkeit in Vielfalt. Also wir haben total unterschiedliche Kulturen, wir haben unterschiedliche Sichtweisen und trotzdem vereint uns dieser Gedanke, dass wir gemeinsam einfach mehr erreichen. Und das finde ich deswegen so wichtig, weil gerade in der Zeit, wo es viele Themen angeht, die wir einfach in Österreich alleine nicht lösen können, wie Nachhaltigkeit, also Umweltfragen, aber auch Migration, Jugendarbeitslosigkeit, das sind alles Dinge, die wir einfach nur gemeinsam lösen können. Und deswegen ist dieser gemeinsame Gedanke für mich eigentlich Europa. Danke. Die Jungen sind, also ihr seid ja in die Europäische Union hineingeboren, nach 1995 geboren und mit Europa aufgewachsen. Ich habe vorher gesagt, der Herr Dr. Buszek war eben in der Bundesregierung, wie Österreich auf dem Weg in die Europäische Union war. Sie haben jetzt gehört, wie die junge Generation heute Europa erlebt. Was ist für Sie persönlich Europa? Naja, da schlagen die Unterschiede in den Jahren schon zu. Also ich bin geboren während des Zweiten Weltkrieges und habe natürlich das Europa, das zerstörte Europa durch auch den Ersten Weltkrieg, wenn man schon die 100 Jahre gegenwärtig da begehen, muss man auch das dazu sagen, sehr dramatisch erlebt. Denn das Europa, das, mit dem ich begonnen habe,
nach dem Wiedererstehen von Österreich war so, dass 60 Kilometer östlich und 80 Kilometer nördlich eigentlich die freie Welt aufgehört hat. Und zum Unterschied von meinen Eltern und Großeltern, die mir einiges darüber erzählt haben, war, wie man so schön sagt, Stock an. Also da ging es nicht weiter und man hatte keine Kenntnis und keine Verbindungen und dergleichen mehr. Und hat sich eigentlich auch gar nicht darüber den Kopf zerbrochen. Ja, das ist Kommunisten und was weiß ich, die Russen oder welche Vereinfachungen halt hier existiert haben. Und das war's dann. Und daher war natürlich die Öffnung zum gemeinsamen Europa und die Erfahrung, dass es dieses Europa gibt, letztlich sehr wichtig. Erster Teil meiner Erfahrung. Den zweiten Teil haben Sie dankenswerterweise erwähnt, dass wir damals den Weg in die Europäische Union gehen konnten. Ich bin ein bisschen stolz darauf, da eine gewisse Rolle gespielt zu haben. Und wir haben immerhin eine Volksabstimmung zustande gebracht mit einer Zweidrittelmehrheit. Bitte ganz beachtlich. Ich erlebe aber auch jetzt, und da bin ich ganz begeistert von Ihren Stellungnahmen, da muss ich Ihnen dazu sagen, wunderbar, dass Sie das sagen. Aber meine Erfahrung ist auch muss ich sagen, da ich relativ viel herumkugel, nicht nur in Österreich, sondern auch außerhalb, dass die Dinge kritischer gesehen werden. Ich würde Sie dringend bitten, diese Ihre Meinung den anderen auch zu vermitteln und hoffentlich lernen die das von Ihnen. Ganz so ist es wieder nicht. Hier gibt es also einen beachtlichen Skeptizismus, wobei eine Reihe von Dingen aufkommen, die wieder für mich fremd sind, aufgrund dieser historischen Erfahrung. Man nennt das heute in der wissenschaftlichen Sprache Neonationalismus. Ich behaupte immer, es ist ein alter Egoismus. Ne? Nach dem wunderschönen Wiener Spruch, den ich unendlich liebe, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Das ist die Verhaltensweise, die heute auch sehr stark in Europa vertreten wird, dass man vor allem an sich denkt, bitte, wenn Sie es America first, ein bisschen über den Atlantik, Sie haben es bei den italienischen Nachbarn und, es gibt auch in den einzelnen europäischen Staaten diese Gruppierung. Und das, was schwächer ist, und da waren Sie inhaltlich ganz wunderbar, kann Sie aber nur bitten, das zu verbreiten, in Wahrheit wird dieses Europa nur leben und überleben, sage ich Ihnen, wenn wir begreifen, was unsere Rolle in diesem Globalisierungsprozess ist. Das werden wir uns noch genau anschauen. Aha, na damit Vergnügen. Dankeschön. Evelyn Regner, ganz auch an Sie die Frage, was ist für Sie persönlich Europa? Also für mich persönlich bedeutet Europa, dass wir sehr viele Probleme haben, die wir national immer mehr lösen können. Also nicht in Wien, nicht in der Schule, nicht in Gänserndorf, nicht in Deutschland, einem großen Land. Und deshalb ist es notwendig, dass wir uns zusammentun. Und ich sage da ein paar Beispiele. Also ich knüpfe gleich bei Herrn Busseck an. Ich bin ein bisschen jünger, aber viel älter als ihr. Und ich habe das in meiner Kindheit noch erlebt, dass Wien eigentlich eine unglaublich graue Stadt ist und dass wir gerade einmal zwei Fernsehsender haben und dass man kaum andere Zeitungen kriegt und dass man eigentlich, dass ich selbst irgendwie einen sehr beschränkten Blick auf die Dinge mitgekriegt habe und teilweise gar nicht gewusst habe, was über die Grenzen hinweg eigentlich alles passiert. Und als wir dann der Europäischen Union beigetreten sind, war es für mich sichtbar, hey, also da gibt es schon vieles zu entdecken und selbst in unserem wunderschönen Österreich lerne ich auf einmal, eigentlich können wir noch viel demokratischer, viel offener sein. Also eigentlich ist die Welt noch viel schöner, als ich geglaubt habe, als sie sein könnte. Und Europäische Union bedeutet für mich, dass sehr viele Probleme schlichtweg da sind, also Umweltverschmutzung, Klimawandel. Na, glauben wir, dass wir den da an der Grenze von Hamburg Richtung Bratislava lösen können? Es ist lächerlich. Die Welt, in der ihr seid, wenn ihr das Handy nehmt, ihr kriegt das jeden Tag mit, was passiert. Glaubt ihr, dass wir Datenschutz allein in Österreich regeln können? Lächerlich. Wenn wir jetzt uns anschauen, YouTube, was sich da tut, glaubt ihr mehr oder weniger, dass wir das alles österreichisch lösen können, dass die Künstler auch ihren Beitrag bekommen, die da irgendwas raufstellen? Also das sind alles lächerliche Dinge. Und mein Zugang war eigentlich immer der, ein einfacher. Menschen soll es gut gehen und wenn wir gute Krankenhäuser haben, tolle Schulen haben, eine gute Gesundheitsversorgung, dann wird das nur dann funktionieren, wenn wir uns gemeinsam einsetzen, unsere ganz fantastischen Werte, die ihr da jetzt
von denen ihr gesprochen habt, auch nach außen zu tragen. Denn wenn wir schauen, wie die Welt aussieht, in dem Trumpschen Amerika, das jetzt Herr Busser erwähnt hat, oder in Saudi-Arabien oder im Russland von Putin, da ist es schon verdammt schön und gut, wenn wir als europäische Länder zusammenhalten und diese Werte, die wir haben, Demokratie, dass es uns auch ganz einfach gut geht, und zwar allen, nicht nur den ganz Reichen und den Ärmeren dann nicht, dass wir da zusammenarbeiten. Und das machen wir eben in der Europäischen Union. Dankeschön. Ja, es sind bei den Statements jetzt, was für mich persönlich Europa ist, schon sehr viele Aspekte gekommen. Das Problem, und der Herr Dr. Busseck hat schon, das ist auch meine Erfahrung, gerade wenn ich in Schulen gehe und frage, was ist für euch Europa, was ist für euch, wenn wir Europa sagen, meinen wir jetzt nicht unbedingt nur den Kontinent, sondern ganz konkret die Europäische Union, was ist für dich persönlich Europa, dann merke ich, dass man beim Denken zuschauen kann und die Überlegungen kommen, ja, was ist wirklich jetzt Europa? Die schnellste Antwort, die ich meistens bekomme, ist, ja, Europa ist für mich selbstverständlich, weil ich da hineingeboren bin. Aber wenn man dann wirklich so die Leute auf der Straße fragt, ja, also Schülerinnen, ihr lernt ja das in der Schule, was Europa alles macht, gerade die kaufmännischen Schulen, UID-Nummer, das weiß man, das gehört zu Europa dazu. Ja. Aber wenn man Menschen auf der Straße fragt, dann sagen die oft so diese alten Mythen, ja, die reguliert alles. Die Gurkenkrümmung und Glühbirnen und was auch immer, Traktorsitze, das sind immer so die Standardsantworten. Schauen wir uns jetzt ein bisschen noch genauer an, was Europa, die Europäische Union, die Mitgliedschaft eigentlich wirklich konkret für uns bringt und auch vor allem mit dem Aspekt. So ganz, ihr habt schon einige Sachen auch gesagt, aber was so im Leben spürt, brauchen wir diese EU? Was bringt sie mir? Einfacher beantworten kann. Jasmin, wenn du weitermachst. Wenn es um das Thema geht, ob wir die EU brauchen, finde ich, ist es auch relevant zu sagen, es gibt ja momentan auch innerstaatliche Entwicklungen, oft in Richtung Nationalismus etc. Und da ist es vor allem auch wichtig, dass wir in der EU ja eine Wertegemeinschaft haben. Wir haben ja uns alle auf die Menschenrechtskonvention geeinigt. Wir haben den Charta der Grundrechte, wir haben so viele gleiche Werte und das verbindet uns und das sorgt auch im Endeffekt dazu, dass wir uns auch in Europa friedlicher verhalten, weil wir eben auch durch die Wirtschaft etc. Mehr vernetzter sind. Und dadurch ist Europa eben deswegen relevant, weil es nicht nur Frieden schafft, sondern auch Gemeinschaft und auch eben dieses gemeinschaftliche Gefühl innerhalb Europa. Danke. Gibst du es gleich den Christian weiter? Ja, also Europa bringt uns einfach total viel, auch wenn ich jetzt in die Runde schaue. Wir sind also viele Schüler da. Einige von euch werden vielleicht studieren gehen, andere werden vielleicht noch eine Lehre machen. Und genau dann kommt es oft vor, dass man Erasmus macht, dass man ins Ausland geht, dass man Erfahrungen sammelt, dass man einen Austausch hat auch mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen. Und ich glaube, genau das schafft auch ein bisschen eine Weltoffenheit gegenüber einfach Zusammenhängen innerhalb der Europäischen Union. Man bekommt ein Gefühl, was wollen eigentlich andere Kulturen, was wollen andere Länder. Und genau dadurch kommt dann auch dieses Gemeinschaftsgefühl zustande, wo ich glaube, dass es eben wichtig ist, um große Probleme zu lösen. Also auch Jugendarbeitslosigkeit. Oft, wenn wir sagen als Bundesjugendvertretung, Jugendarbeitslosigkeit ist ein Thema, das man auch europäisch angehen muss, dann schauen mich viele an und sagen, naja, Jugendarbeitslosigkeit, das könnte man auch in Österreich lösen. Stimmt, natürlich kann man in Österreich Maßnahmen setzen gegen Jugendarbeitslosigkeit, aber die Wirtschaft ist vernetzt wie noch nie. Wir leben genauso vom Export zu einem sehr, sehr großen Teil in Österreich. Und dann zu tun, als wäre das eine reine innerstaatliche Problematik, das ist es einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass man eben in diesen Themen, ich habe es ja vorher schon angesprochen, Nachhaltigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, Wirtschaft, da brauchen wir einfach die Europäische Union. Und ich glaube, das nützt uns sowohl individuell als auch gesamtheitlich als Österreich. Mhm, danke. Die Frau Regner möchte gleich was sagen. Wir kommen gleich dran. Philipp, machst du weiter? Ja, ich schließe mich nochmal dem an, was ich vorher gesagt habe, Freiheit. Ich frage mich, wie cool ist es, dass ich überall in der EU
hingehen kann, wo ich möchte, dass ich überall dort wohnen kann, wo ich will und auch überall dort studieren kann, wo ich möchte und überall arbeiten kann, wo ich will. Also das ist ein Luxus für mich, dass ich auch die verschiedenen Kulturen in allen Ländern kennenlernen kann, dass ich die ganzen Sprachen lernen kann und nicht jedes Mal ein Visum dafür beantragen muss oder irgendwie an einer Grenzkontrolle meinen Reisepass herzeigen muss, dass ich überall hingehen kann. Ja, also wie cool ist das? Gibst du das gleich den an? Der Philipp hat es eh schon angesprochen, die Grenzkontrollen. Ich glaube, eine Sache, die die EU uns auf jeden Fall ermöglicht, ist, dass es uns viele Sachen einfach einfacher darstellt. Auch wenn es jetzt nur der angenehme Urlaub in Italien ist, wo man nicht kilometerlang bei der Grenze stehen muss, wie es meine Eltern mir noch erzählt haben. Aber genauso wie Erasmus-Programme, Bildung, die anerkannt ist in ganz Europa. Das sind Dinge, die ohne der Europäischen Union nicht denkbar wären. Und deswegen finde ich es so toll, dass wir alle daran arbeiten, diese Sache zu verbessern und auch immer einfacher zu gestalten. Die Erasmus-Förderungen sind viel höher geworden. Das bedeutet, dass jetzt nicht nur die Leute... Vielleicht werden sie höher. Das entscheidet dann die Frau Regner mit. Ja, aber man sieht, es wird einfach daran gearbeitet, dass diese ganzen Möglichkeiten, die uns die EU schon gibt, wir haben es angesprochen, von Schengen zu Bildung, zu Digitalisierung, zu all diesen Dingen, man arbeitet daran, dass es alle Menschen in der EU wirklich einen Zugriff haben. Weil, wie Sie auch schon angesprochen haben, es sollen nicht nur die Reichen reich sein, sondern es sollen auch die Ärmeren einen Teil vom Vermögen, vom Reichtum haben. Und ich glaube, die EU setzt wirklich daran, das allen zu ermöglichen und das macht es auch wirklich so besonders. Denn sie kümmert sich wirklich um jeden Einzelnen. Danke. Frau Regner, das klingt ja alles unheimlich traumhaft, euphorisch. Ich glaube, am Podium die jungen Menschen hier brauchen wir nicht mehr überzeugen. Die setzen sich mit Europa auseinander, haben überlegt, was Europa uns bietet. Sie sitzen im Europäischen Parlament in Brüssel und Straßburg. Sind eine der 18 Vertreterinnen Österreichs im Europäischen Parlament, machen dort die Gesetze mit. Sind natürlich immer wieder auch bei uns in Österreich, diskutieren mit den Menschen. Sie erleben die Realität auch auf den Stammtischen. Wie sieht denn die Realität in Österreich, wenn man über Europa diskutiert, tatsächlich aus? Ja, also danke schön. Deshalb bin ich jetzt schon ein bisschen unruhig geworden, weil es natürlich wunderbar ist, wie wir hier am Podium sitzen und ganz flammend uns für die Notwendigkeit in der Europäischen Union zu sein einsetzen. Da sind wir uns ja alle einig. Aber die Wirklichkeit, die schaut wirklich etwas anders aus oder gewaltig anders aus. Und deshalb möchte ich Folgendes sagen, nicht nur im Europäischen Parlament, sondern auch sonst in den Debatten, die im Europäischen Rat und in den europäischen Institutionen stattfinden, da fragen sich die Leute nicht nur, na, ist ja super, dass wir in der Europäischen Union sind, sondern da geht es immer darum, na, was kriege ich jetzt für mich raus? Ich als europäische Abgeordnete aus Österreich oder als Staatschef von Österreich oder von Estland oder von Italien oder sonst was. Und da ist die Realität eine ganz andere. Und deshalb denke ich, man sollte mir vielleicht in der Debatte jetzt einmal hoffentlich außer Streit stellen, brauchen wir die EU? Ja, brauchen wir ganz, ganz dringend, weil sonst geht es uns nicht besser, sondern gewaltig schlechter. Das sehen wir gerade jetzt an Großbritannien, das austritt, wo es nur Verlierer geben wird. Sondern die Frage ist immer, welche Europäische Union? Was ist uns da besonders wichtig? Und da gibt es dann natürlich schon ganz große Unterschiede. Und deshalb sage ich es jetzt einmal ganz plakativ, wir verhandeln jetzt derzeit das Budget, also wofür soll das Geld in Zukunft in der Europäischen Union ausgegeben werden? Und da gibt es dann schon ganz gewaltige Diskussionen. Dann gibt es dann natürlich die Frage, können Sie die Diskussion ein bisschen konkreter machen? Ja, ich mag sie gern konkreter einbringen. Ich mag sie da gern konkreter. Ich sage ein Beispiel. Mir ist es besonders wichtig, dass wir viel Geld für Soziales ausgeben. Was ist das? Das ist unter anderem auch die Finanzierung von Erasmus oder dem sogenannten Europäischen Sozialfonds, wo es um die Finanzierung für Jugendprojekte,
für alle möglichen tollen Projekte geht. Und dann gibt es sehr wohl einige, die meinen, wir sollten dieses Geld anders ausgeben. Und das ist dann die politische Diskussion, die besteht. Und dann gibt es halt diejenigen, die sagen, naja, also ich sage das immer so plakativ, mehr Geld für die Kühe. Und dann sagen dann so Leute wie ich, na lieber mehr Geld für junge Menschen. Und das ist dann wirklich die politische Debatte, die stattfindet. Na, was ist denn dann letztlich wichtiger? Natürlich sind die Kühe wichtig, weil wir wollen Milch trinken und Butter essen, aber vielleicht sollte man sich nicht vorher überlegen, auch ob es nicht noch viel notwendiger ist, in die Zukunft in Forschung, in Schulen und so weiter zu investieren, in Projekte. Und das ist dann der politische Alltag. Und eine Sache möchte ich auch hier noch anfügen, weil wie mir grundsätzlich wichtig ist. Derzeit findet sehr viel Diskussion statt in europäischen Ländern, ja, in Ungarn, in Polen, aber auch in Österreich, dass es heißt, ach, die wichtigen Dinge soll die EU machen. Und den Rest machen wir uns besser in Österreich oder in Ungarn oder sonst wo. Na, das klingt sehr, sehr schön. Das klingt sehr, sehr, auf den ersten Blick sehr toll. Aber in Wirklichkeit ist die Wahrheit, die ich wahrnehme, wer definiert denn, wer sagt denn, was wirklich wichtig ist? Was ist denn wichtig? Na klar, es ist wichtig, dass wir einen ordentlichen Schutz haben bei Immigration und bei Außengrenzen. Aber ist es nicht genauso wichtig, dass wir darauf schauen, dass Arme nicht ärmer werden und Reiche reicher werden? Das ist meines Erachtens genauso wichtig, weil wir eben so grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Und deshalb ist mir das schon wichtig, auch, dass ich sehe, wird das T-Shirt jetzt beispielsweise in Bangladesch von Kindern zu einem Spottlohn produziert? Sollten wir da nicht näher hinschauen und zusammenarbeiten oder sollten wir das nicht tun? Und deshalb ist es so wichtig, aufzupassen, nicht mehr oder weniger in dieses Horn, dass da so viele jetzt betätigen und reinblasen und sagen, na, das ist alles, machen wir uns in Österreich selber, das braucht nicht die EU machen. Blödsinn. Wenn wir als, gerade so ihr als Schülerinnen, als diejenigen, die für die in der Zukunft halt einen Job haben wollen und halt halbwegs ein nettes Leben führen wollen, was weiterbringen wollt, da ist es schon wichtig, dass man nicht sagt, Österreich zuerst und als erstes einmal regeln wir uns das im 10. Bezirk und da machen wir alles super und dann in weiter Ferne europäisch. Das ist ein Blödsinn, bleibt mir übrig. Behalten Sie doch das Mikrofon, ich habe noch eine Frage an Sie. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen klären, was, wenn wir immer sagen, die EU, und wir hören ja oft auch in Diskussionen, die EU soll, ja? Ich meine, sie soll nicht alles regulieren, Sie haben ja vorher schon, ist es genannt worden, die Roaminggebühren. Ja, da sind wir dankbar, dass das eine Initiative gab und die abgeschafft ist und das Reisen einfacher ist und eben auch die Roaminggebühr wegfällt. Aber man sagt ja immer, die EU regelt alles bis ins Detail, eine Überregulierung. Ja, Sie sitzen im Europäischen Parlament, Sie hören das wahrscheinlich pausenlos. Sie haben gerade vorher gesagt, da würde ich einfach einmal auch nachhaken, könnten Sie auch ganz kurz sagen, wer ist eigentlich die EU? Ja? Weil wenn wir, ich sage immer, wenn wir über die EU zeigen, dann zeigen drei Finger mindestens auf mich selber. Ja? Und da sind wir dann doch einig, die EU sind wir, die Mitgliedstaaten. Aber wer bestimmt in Europa? Ist es Brüssel, ist es Straßburg? Also im Endeffekt, wir leben in einer Demokratie, Gott sei Dank, einer unserer Werte, nämlich dass wir mitentscheiden und wer ist wir? Wir, das sind alle Menschen, die wahlberechtigt sind, also ihr, sie alle ab dem 16. Lebensjahr in Österreich, da sind wir übrigens absolute Vorreiter in der Europäischen Union, also sind wir wirklich stolz auch drauf, dass wir schon das Verantwortungsgefühl und das Erwachsensein eben von jungen Menschen schon auch in die politische Debatte nicht nur einbringen, sondern sie mitentscheiden können, weil es ja um die Gegenwart und die Zukunft von ganz Europa geht. Wir, das ist das Europäische Parlament als Gesetzgeber. Wir, das ist das Zusammentreffen der Minister, die dann ebenfalls europäischer Gesetzgeber sind, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament. Und wir, das ist auch die Kommission, aber was ist das schon, Kommission? Das ist sowas wie die europäische Regierung. Und dementsprechend ist es in der politischen Debatte natürlich oftmals dann so, und das ist das ganz normale, lebendige, wie Sie das auch in Österreich kennen, dass man nicht sagen kann, die sind jetzt alle gut oder die sind jetzt alle schlecht, sondern
Ich kann sagen, ich bin eine europäische Abgeordnete, die eben der aus der Sozialdemokratie kommt und die daher bestimmte Ziele verfolgt. Und zwar jetzt egal, ob ich jetzt in Österreich bin oder kommunal unterwegs bin oder als Gewerkschafterin oder in Europa. Mir sind verschiedene Dinge wichtig. Mir ist es wichtig, dass alle schön brav ihre Steuern zahlen, damit man halt seine, Straßen finanzieren kann und Schulen und Forschung und die Zukunft. Und das sagen natürlich dann auch andere Abgeordnete, die an der Gesetzgebung mitarbeiten, dass sie für etwas anderes stehen. Und das ist auch gut so. Und da kommen wir dann eben in den politischen Streit rein, der aber wichtig ist. Ja? Der wichtig ist, weil nur durch Streiten kommt man dann zusammen und kann Lösungen finden. Und das ist auch so wichtig in der Europäischen Union, dass im Endeffekt dann nicht Staaten irgendwann einmal sagen, so, ich regel mir mal in Ungarn alles selber und ich regel mir alles in Österreich selber, ich regel mir alles, ich weiß nicht wo irgendwie, selber. Und in Wirklichkeit regelt man dann nämlich nichts. Da hat dann keiner was davon. Es ist gescheit, dass sich zusammen streiten, eine Lösung finden, die halt irgendwie so in der Mitte ist. Das werdet ihr sicherlich aus der Schule ja genauso kennen und dafür dann auch gerade stehen. Und das ist eben die europäische Regierung, quasi die Kommission, die europäischen Gesetzgeber, das ist das Parlament, das Europäische, und dann auch die Minister. Also die treten auf in der Europäischen Union als Gesetzgeber und nicht in ihrer Aufgabe, die sie eben aus Österreich und den Mitgliedstaaten mitbringen. Dankeschön. Herr Dr. Buszek, wie Österreich der Europäischen Union beigetreten ist, war es selbstverständlich. Die Zahlen, die wir auch heute haben, stellt ja niemand in Frage, dass nicht Österreich enorm davon profitiert hat. Ich möchte Sie mal fragen, verstehen die Österreicher diese EU und was sie bringt? Hier Zahlen zu sagen ist sehr schwierig, wie viel verstehen es und wie viel verstehen es nicht. Aber hier möchte ich generell sagen, das Interesse an den entscheidenden Fragen, die ja erwähnt wurden, ist nicht zunehmend, sondern eher abnehmend. Da kann man gleich auf Sie zugehen. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie demnächst in Europa etwas entscheiden? Dass Europawahlen stattfinden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ein ungeheures Thema ist. Fragen Sie sich lieber selber. Es wird natürlich jeder sagen, ja, da gehen wir zu den Wahlen, aber die Prozentsätze derer, die teilnehmen, sind in Europa zum Teil beschämend. Auch in Österreich. Und zwar wahrscheinlich, weil es nicht ganz gelungen ist, und da bin ich ein bisschen kritisch zu den europäischen Akteuren, zu denen ich mich mitzähle. Ich glaube, wir müssen die Dramatik der Fragen für die europäische Zukunft weitaus besser darstellen. Ich versuch's. Wird Sie vielleicht ein bisschen entsetzen, weil es ein bisschen weit, quasi für Sie gefühlsmäßig weit weg ist, ist es aber sehr nah. Europa ist bitte nur mehr 7% der Weltbevölkerung. Nicht mehr. Punkt. Das ist es. Das ist nicht sehr viel. In den nächsten 15 Jahren werden wir nur mehr 4% der Weltbevölkerung sein. Weil die anderen zunehmend, die Zahlen kennen Sie oder hören Sie, können Sie hören. Wir sind noch über 20% der wirtschaftlichen Leistungskraft eben dieser Welt. Und bitte ganz laut, weil es auch viel von allen möglichen wirtschaftlichen und sozialen Fragen die Rede ist, wir konsumieren 50% des Wohlstandes dieser Welt, wir Europäer. Damit kommen Sie in die Weltverantwortung hinein, nämlich in die Frage der Globalisierung. Möglicherweise sind auch Sie schon so weit, wo Sie immer her, Herz brav mit der Globalisierung, das geht mir eh nichts an. Ne? Ich erlebe Diskussionen, wo Leute aufstehen und sagen, ich beantrage, dass die Globalisierung nicht stattfindet. Ne? Das ist von strahlender Dummheit, nur kann man das jemandem, der das sagt, nicht so deutlich sagen. Ich bin manchmal schon nahe dran. Und zwar, weil wir einfach, wie beschrieben, auch von der Frau Abgeordneten Regner, ungeheuer vernetzt sind und voneinander abhängen, ohne dass wir uns sehr darüber im Klaren sind. Wir versuchen momentan diese gegenseitige Abhängigkeit ganz primitiv zu lösen, nämlich negativ. Wir errichten Zäune, haben wieder neue Grenzkontrollen und dergleichen mehr, was ich für einen Wahnsinn finde. Ne? Ich meine, außer Autos langen ist dort nichts und ich frage dann immer, wenn ich aufgehalten werde, sage, wie viel habt ihr denn schon gefangen? Ne? Darauf ich denke, das ist dann sozusagen die Reaktion drauf. Die entscheidende Frage ist, und da bitte ich Sie, Sie müssen sich in andere hineindenken. Fangen Sie bitte bei den Nachbarn Österreichs an. Da haben wir eine Menge Kritik auf die Ungarn, ist man böse, weil manche Dinge von der ungarischen Regierung problematisch sind oder Polen und dergleichen mehr. Man muss sich aber in deren Probleme hineindenken, so wie Sie sich möglicherweise vorstellen, dass die anderen auch für Sie ein Verständnis haben. Und da bin ich ein bisschen kritisch geworden.
Liebe junge Freunde, das ist schlechter geworden in Österreich. Die Leute denken sie nicht hinein, sondern, wie ich zuerst gesagt habe, denken an sich und der Rest ist ihnen wurscht. Und das ist mehr als problematisch. Wir brauchen diese, gibt es Ausdrücke wie Solidarität, Nächstenliebe und dergleichen mehr. Das wird sehr schön gesagt, auch von den europäischen Politikern und auch von mir. Aber das Praktizieren, haben wir wirklich eine Ahnung, wie es bei den Nachbarn ausschaut? Oder was die Gründe dafür sind, warum sie dieses oder jenes denken? Bitte nichts. Da könnten auch die Medien ein bisschen stärker sind, als sie da sind. Ne? Hier, glaube ich, braucht es ein stärkeres inneres Engagement. Nicht warum, weil wir sozusagen einfach wissen wollen, wie es bei den Nachbarn ausschaut, das ist zu wenig. Weil wir in Wirklichkeit in unserer Zukunft davon abhängen, dass wir voneinander wissen und miteinander in der Lage sind, diese Probleme zu lösen. Wenn ich so ein bisschen reinschaue, sozusagen optische Erkennung, sie sind im Sinne von heutigen Europa bereits eine sehr gemischte Gruppe von den Herkünften. Ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ich bin da nicht ganz zufrieden, wie wir damit umgehen und die Aggressionen untereinander steigen und wir diskutieren zum Teil Fragen, die blödsinnig sind. Fragen Sie mich nicht welche, weil dann kommen wir in eine innerpolitische Debatte, das hat in Wirklichkeit keinen Sinn. Aber dass es überhaupt zu solchen Fragen kommt, ist mehr als problematisch. Sie kennen Ihre Zukunft, meine ist schon vorüber, die paar Jahre und die nur lebt, das geht Sie noch aus. Ne? Aber Ihre, die beginnt eigentlich erst. Und da müssen Sie wirklich schauen, dass die Voraussetzungen andere werden, als das der Fall ist. Und dass es mehr dieses Gemeinschaftsbewusstsein gibt, die Dinge selber auch zu lösen. Es ist hier Erasmus genannt worden. Ich war Minister, wie man es in Österreich einführen könnte, großartig. Darf ich Ihnen sagen, wird nicht ausgenutzt voll. Eine der Problematiken meines geliebten Österreichs und Ihrer Generation. Wir haben mehr Angebote, als wir in Wirklichkeit realisieren. Frage 2, wo gehen die Leute hin? Rein nach touristischen Gesichtspunkten. Also eine Zeit lang war alles so ein bisschen so Benelux und die Gegend. Jetzt ist alles Spanien, Portugal. Die Sund, das Meer ist wunderschön, da kann man schwimmen und dergleichen mehr. Aber das kann es allein nicht sein. Es wäre, glaube ich, auch sehr gut, wenn man in andere Gebiete hingeht, weil man natürlich von den Problemen, die die dort haben, hier auch einiges lernen könnte und sein müsste. Da sind große Problematiken. Mein Institut macht jedes Jahr eine Sommerschule für Probleme, die wir diskutieren, für Ungarn, dass hier Ungarn Deutsch lernen können und dass Österreicher Ungarisch lernen können. Ich kriege keine Teilnehmer. Das interessiert ihn nicht. Ist aber eine Nachbarsprache, zugegebenermaßen eine sehr schwierige. Ungarn, der Paul Lendwehr, der öfters im Fernsehen auftritt, hat immer gesagt, Ungarisch ist keine Fremdsprache, Ungarisch ist Luxus. Zugegebenermaßen eine wirklich sehr schwierig zu lernende Sprache, weil sie von der Sprachfamilie her von uns weit weg ist. Das ist sozusagen sein quasi Mann, das zu Hause ist. Aber es sind Nachbarn, bitte. Dafür machen wir gleich Werbung, dass sie da Studierende bekommen. Ja, ist ganz wichtig, bitte ja. Wird ausgeschrieben wieder nächstes Jahr. Melden Sie sich bei sowas, weil da lernen wir voneinander. Das ist ja wirklich ganz wichtig. Sie wollen ja auch ein bisschen wissen, wie Ihre Nachbarn leben. Das sind unsere Nachbarn. Und diese Nachbarschaft ist heute eine sehr enge miteinander. Das ist nicht weit weg. Ich bin noch aufgewachsen mit weit weg. Okay, ne? Außerdem war der eiserne Vorhang und dergleichen mehr. Was ist das schon? Heute sind wir wirklich voneinander abhängig. Und da flehe ich Sie an, das müssen Sie begreifen, denn Sie müssen das bewältigen, so wie es die anderen auch bewältigen müssen. Das schaut nicht so gut aus. Wir sind hier, bitte um Entschuldigung, ein bisschen zu sonnig im Moment unterwegs. Es ist in Wahrheit viel, viel schwieriger. Angesichts der 100 Jahre, da Ende des Ersten Weltkrieges, reise ich herum bei Diskussionen. No servus. Ich war unlängst in Prag und auch in Kremsi oder Kromaschisch in Mähren. Da ist die wechselseitige Kenntnis von uns sehr bescheiden. Wir wissen voneinander nichts und freundliche Bemerkungen sind nicht nur gefallen, sondern auch durchaus kritische und ablehnende und distanzierte und so weiter. Überprüfen Sie sich einmal selber, hören Sie in sich hinein. Wir haben also ganz beachtliche Aggressionen auch gegen Nachbarn mit Europäern, die mit uns das Schicksal teilen, ob sie wollen oder nicht, es bleibt ihnen gar nichts anderes über. Aber verhalten wir uns entsprechend.
verzeihen Sie, dass ich da eine Sonntagspredigt halte, aber es darf nicht nur eine Sonntagspredigt sein, sondern es muss eine innere Überzeugung und eine andere Haltung sein. Da flehe ich Sie in Wirklichkeit an. Geht mir nichts mehr an, ich überlebe es. Aber es ist für Ihre Zukunft von entscheidender Bedeutung. Danke. Christian, die Entwicklungen in Europa, die wir jetzt erleben, das ist eben auch schon angedeutet worden, also diese große Euphorie, wir haben zwar gehört, es sind die großen Herausforderungen, wir brauchen Europa, um gemeinsam Lösungen zu finden. Ein Klima können wir nicht in Österreich alleine oder in Wien regeln, dafür gibt es Abkommen und Bestrebungen, auch im Hinblick auf Migration und so weiter. Wir erleben in der Diskussion, welches Europa wir wollen, dann doch sehr ambivalente Strömungen. Ja. Es gibt Frankreich mit Macron, auch Deutschland, die ganz selbstverständlich für Europa, für mehr Europa. In Österreich haben wir von der Bundesregierung gehört, wir wollen das sogenannte Szenario 4, weniger Europa, aber dafür effizienter. Jetzt hast du für die Bundesjugendvertretung ein Europathesenpapier in der ersten Hälfte dieses Jahres gemacht, nämlich die Forderungen der Jugend für die Zukunft Europas, für Europa. Und mich würde interessieren, uns würde interessieren, was habt ihr da, ich glaube, ihr habt es an die Bundesregierung gegeben, was habt ihr da gefordert? Ja, also zuerst möchte ich vielleicht noch ein bisschen auf diesen Anfangspunkt eingehen, quasi wie momentan die Stimmung eigentlich in Europa ist, weil das auch immer wieder gefallen ist, quasi dieses nationalstaatliche Denken, das immer stärker wird. Ich finde, wir müssen uns auch ehrlich überlegen, warum das stärker wird. Einfach weil Europa in vielen Bereichen nicht das gewünschte Ergebnis produziert hat. Also wenn wir uns die Migrationsdebatte anschauen, dann kommen wir zum Schluss, dass Europa in diesem Bereich einfach zu langsam Lösungen präsentiert hat, die einfach quasi auch quasi gewünscht waren und gefordert waren. Also ich glaube schon, dass man, Sie haben das vorher gesagt, Herr Busek, dass man quasi auch sich in andere hineinversetzen muss und das versuche ich jetzt gerade auch zu machen. Wir müssen uns einfach auch überlegen, warum teilweise auch eine Unzufriedenheit mit der Europäischen Union herrscht und das liegt doch einfach daran, dass teilweise einfach Lösungen nicht schnell genug passieren oder überhaupt passieren. Und genau, du hast gesagt, Benedikt, wir haben uns als Bundesjugendvertretung auch überlegt, quasi... Christian, wir kommen gleich auf das, weil das, ich finde das eine ganz entscheidende Frage. Ich gebe dir das Wort wieder zurück, verspreche es, dass wir zu den Positionen, aber da muss man jetzt schon fragen, da geht scheinbar in Europa nichts weiter, ja? Also da ist die Frau Regner angesprochen, weil sie im Europäischen Parlament sitzt. Also jetzt erklären Sie uns, warum findet Europa keine Lösungen? Jetzt sind wir gerade in die Falle getappt. Europa. Wer ist denn jetzt Europa? Und das ist es jetzt tatsächlich. Ich möchte wirklich gleich dieses Thema, das ja natürlich in den Medien rauf und runter gespielt wird und Wahlen entscheidet, nämlich Migration, zu sprechen kommen. Als 2015 sich so viele Abertausende Flüchtlinge aus Syrien auf den Weg gemacht haben, hat, und jetzt ist die Geschichte wichtig, wer ist Europa, hat das Europäische Parlament, haben wir als Abgeordnete, 751 Abgeordnete, also sehr viele Menschen aus vielen Ländern mit unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschiedlichsten Wertvorstellungen, sich innerhalb von 2 Tagen geeinigt darauf, wie eine Verteilung von Flüchtlingen erfolgen soll, wie man das schnell, effizient machen kann, hat einen Vorschlag innerhalb von 2 Tagen abgestimmt. Also wir haben uns zusammengesetzt und in den verschiedensten Ausschüssen sofort getagt. Und das ist schon sehr schwierig, muss ich auch sagen, weil so viele Menschen, die müssen sich ja mal einig werden. Es war aber klar, es ist dringend, es ist wichtig und deshalb haben wir auch schnell gehandelt, auch über die Fraktionen hinweg. Also links und Mitte und halb rechts und ganz links, ganz rechts. Diejenigen, die immer glauben, nein, raus und nein, die sind komplett destruktiv gewesen. Aber wir haben innerhalb von 2 Tagen einen Vorschlag gemacht, abgestimmt und das ist eine Entscheidung des Europäischen Parlaments. Aber ich habe vorhin gesagt, natürlich hat nicht nur das Europäische Parlament etwas zu sagen, sondern auch die Regierungschefs. Und auch die... Frau Abgeordnete,
Wissen das die Leute? Nein, das wissen sie nicht, deshalb sage ich es ja jetzt in der Runde. Ja, gut, aber das ist ein bisschen zu wenig, genau. Ein bisschen mehr Österreicher. Ja, und die Geschichte ist aber die, dass wir das immer, immer und immer wieder sagen müssen, welches Europa, wer hat da entschieden und wer hat nicht entschieden. Und wenn es dann heißt, Europa ist zu langsam, können wir das runterbrechen und sehen, nein, nicht Europa in dem Sinn hat versagt, sondern diese ganzen nationalen Egoisten. Wenn dann jetzt ein Regierungschef sonst hergeht und konkret, sagt, ich genau. Nicht, aber ist das Europa? Ja, ja, klar. Du hast ja das Wort. Ja, genau. Ich habe es ja aufgeworfen. Das ist mir natürlich klar, dass in dem Gesetzgebungsprozess die Nationalstaaten dabei sind. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass die Abgeordneten im EU-Parlament vollkommen quasi frei sind von allem, sondern natürlich sind sie auch von den Nationalstaaten. Also ich finde, zu sagen, quasi die Nationalstaaten gehören ganz weg, das ist halt auch, also halt quasi nicht ganz weg, aber im Entscheidungsprozess nicht berücksichtigt, ist natürlich auch falsch. Ja. Fakt ist, dass auch die Nationalstaaten, und die sind ja schlussendlich die, die dann das auch bis zum gewissen Grad umsetzen müssen, die sind natürlich quasi nicht zu einem Ergebnis gekommen. Das heißt, Europa, wenn ich sage, naja, quasi Europa hat die Lösungen nicht geliefert, dann heißt das nicht, dass das nicht das Parlament war, sondern das heißt natürlich auch, dass der Rat, der ja auch ein europäisches Gremium ist, einfach nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen ist. Aber ich glaube, dass wir deswegen, und das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem Positionspapier von der Bundesjugendvertretung, die wir quasi, dass wir mehrheitlich mit allen anderen Jugendorganisationen gemacht haben, also parteiübergreifend, Pfadfinder waren dabei, katholische Jugend und so weiter, also alle Jugendorganisationen, die man eigentlich kennt. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir einfach auch Europa greifbarer machen müssen. Also wenn man sich alleine den Gesetzgebungsprozess anschaut, wir haben es jetzt da gerade kurz diskutiert, kaum einer weiß, wie dieser Gesetzgebungsprozess überhaupt aufgebaut ist. Das Initiativrecht, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, also quasi wenn das Europäische Parlament ein Gesetz beschließen will, dann muss zuerst die Kommission sagen, okay, das ist ein Thema, über das wir überhaupt diskutieren. Das heißt, wir haben 751 direkt gewählte Abgeordnete in Europa und die dürfen nicht sagen, hey, wir wollen eigentlich über Jugendarbeitslosigkeit diskutieren und darüber abstimmen und einen Beschluss fassen. Nein, das geht nicht. Das muss die Kommission vorschlagen. Und ich glaube schon, dass man da vieles, vieles machen muss, einfach um, den Gesetzgebungsprozess transparenter zu gestalten, damit eben auch Menschen überhaupt wissen, wo hapert es und wo quasi muss man eigentlich noch ein bisschen was machen. Und auch ein Punkt, und da würde ich Sie auch direkt ansprechen, Frau Regner, weil Sie quasi die Einzige sind, die im politischen Entscheidungsprozess direkt dabei ist. Ich habe vorher gesagt, 751 Abgeordnete gibt es. Wisst ihr, wie viele Junge 2014 ins Parlament gewählt worden sind? Und damit rede ich von unter 30-Jährigen. Wahrscheinlich nicht. Es waren 12. Das heißt, 1,5%, also weniger als 1,5% aller Jungen im Europaparlament waren unter 30. Es ist aber so, dass unter 30-Jährige ein Drittel der Bevölkerung sind. Und ich würde sagen, dass dieses eine Drittel auch eigentlich nicht wichtiger ist, aber natürlich länger in der Europäischen Union leben wird und dementsprechend eigentlich eine starke Stimme braucht. Und wir würden uns wünschen als Jugend, dass man diesen Aspekt ein bisschen ernster nimmt und dass man junge Menschen sowohl im Gesetzgebungsprozess stärker einbindet, indem dass einfach junge Menschen auch dabei sind am Tisch und natürlich auch, dass man junge Menschen insgesamt mehr einbezieht, weil sonst passieren viele Entscheidungen zu Lasten von jungen Menschen, wenn sie einfach nicht eingebunden werden. Und ich glaube schon, dass wir die Zukunft sind und, das, und die Gegenwart. Und deswegen muss man da, glaube ich, ein bisschen genau drauf schauen. Danke. Sie kriegen gleich das Mikrofon, aber wir lassen es jetzt noch bei den Jungen. Jasmin, was der Christian eben auch schon gesagt hat, da knüpfe ich an und möchte ich fragen, glaubst du, findet eben, um das nochmal aufzugreifen, Europa, die Europäische Union, wir und unsere Vertreter wirklich Lösungen? Und welche Lösungen wollen wir? Naja, ich möchte zuerst noch auf etwas eingehen, was ich jetzt mehrmals gehört habe, weil als Sprecherin der Jugend, die wir ja auch hier sind, finde ich, ist es ein bisschen gemein, dass man die Lage, die Realität, wie sie bezeichnet ist, so komplett hoffnungslos darstellt. Also ich habe jetzt sehr oft gehört, die Jugend interessiert sich nicht dafür, die Jugend geht nicht wählen etc. Nur es ist
nicht nur so einseitig. Also es gibt ja gleichzeitig auch Projekte, der Anatol hat schon erwähnt und es wurde auch in der Begrüßung erwähnt, wir waren bei Euroscola, wir haben über 500 Schüler und Schülerinnen kennengelernt, die da wirklich aktiv im Parlament mitdiskutiert haben. Wir waren bei der Weltmeisterschaft, wo wir 600 Leute gesehen haben, die auch aktiv grenzenüberschreitend sehr viel gemacht haben. Und auch bei der Modell-UNO etc. wird politisches Wissen europaweit und auch national wirklich gefördert. Und ich denke, das ist auch wichtig, das zu erwähnen und nicht immer nur die schlechten Seiten zu betonen. Und um jetzt noch darauf einzugehen, die Frage war, denke ich, werden Entscheidungen getätigt? Ja, also es geht grundsätzlich ja schon etwas voran. Also es ist nicht so, als würden gar keine Gesetze getroffen werden. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen wichtig zu betonen, dass es ja auch im Entferntesten an uns hängt, wen wir auch wählen, weil natürlich geht auch weniger voran, wenn die Leute im Parlament sehr weit auseinander sind, was die Richtungen angeht. Also wenn ganz links und ganz rechts im Europäischen Parlament sich einigen muss, ist es natürlich viel schwieriger. Und ich glaube, da ist es auch wichtig zu betonen, dass die Bevölkerung selbst momentan ja entzweit ist und es zwei Strömungen gibt und dass das auch relevant ist, wenn man darüber redet, wie viel weitergeht und wie viel nicht. Mhm, danke. Hast du es eingeschaltet? Anatol, ich möchte eben auch, was Europa regelt, wie Europa die großen Herausforderungen bewältigt, Lösungen findet. Was ist aus eurer Sicht einfach notwendig? Was hat zu passieren für die Zukunft? Ich denke, es passiert eigentlich schon sehr viel. Wir haben schon Probleme aufgegriffen, die... Naja, die Migrationsfrage, die ist nicht gelöst. Nein, ich habe gesagt, sie sind im Gange. Eine Lösung zu finden ist bei so schwierigen Fragen, komplexen Fragen wie Migration, nicht von einem Tag auf den anderen zu lösen. Aber genau aus dem Grund sind Jasmin, der Philipp und ich auch in so einer Plattform wie dem Debattierclub Wien, wo es einfach darum geht, sich auszutauschen und produktiv und konstruktiv Meinungen auszutauschen. Und es kann nur zu Lösungen kommen, wenn dieser Meinungsaustausch auch gefördert wird. Und der Christian hat es schon angesprochen, die Transparenz ist da natürlich unglaublich wichtig, vor allem auch für uns Jugendlichen. Es wurde angesprochen, ein Drittel der Menschen in Europa sind unter 30, aber leider ist es auch ein Fakt, dass wir Jugendliche einfach von den Zahlen her weniger wählen gehen als die ältere Generation. Und da frage ich auch gleich einmal euch alle, warum ist das so? Im Endeffekt sind wir die Leute, die noch in 40 Jahren am Leben werden sein oder in 50 Jahren. Das heißt, wir sollten uns eigentlich darüber Gedanken machen, was sind die Probleme bei uns in der EU, was wollen wir verändern. Aber leider passiert das nicht. Das heißt, ein großes Problem ist doch einfach wir selbst. Im Endeffekt gestalten wir die EU mit, liebe Leute, liebe Jugendliche. Wir müssen etwas verändern. Wir haben jeder im Mai die Möglichkeit, wählen zu gehen. Viele von euch vielleicht wussten nicht einmal, dass nächsten Mai Europawahlen sind. Das heißt, wir wissen einfach schon, es fehlt hier einfach auch an das Interesse. Und da muss sich jeder am eigenen Back greifen und realisieren, dass jeder hat eine Stimme. Und wenn man nicht wählen geht, dann lasst man nur die anderen für sich selbst mitbestimmen. Also, ja. Gut. Philipp, du möchtest auch was dazu sagen? Ja, ich knüpfe gleich da an. Das passt ganz gut jetzt. Als ich gefragt wurde, was die EU für mich ist, habe ich erstmal dumm reingeschaut, weil sie ist für mich selbstverständlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht einfach jetzt nach Deutschland fahren kann, ohne dass ich jetzt meinen Pass herzeigen muss und so viele andere Sachen. Es ist für mich einfach selbstverständlich. Und ich bin mir sicher, vielen von euch geht es hier genauso. Uns fehlt das Bewusstsein einfach, dass wir hier viele, viele große Möglichkeiten haben und Chancen haben. Und wir sehen das als selbstverständlich an. Aber das ist es nicht. Wenn wir uns dafür nicht einsetzen, dann kann sich das ganz, ganz schnell ändern. Da sitzen Leute, wie er schon gesagt hat, sitzen Leute, die uns nicht mal repräsentieren. Und wir lassen sie für uns entscheiden. Wir wählen nicht. Uns ist das einfach egal, weil wir es für selbstverständlich halten. Und ja, ich glaube, ein großer Faktor spielt auch fehlendes Interesse daran.
Und wann interessiert mich eine Sache, wenn sie auf mich einen direkten Effekt hat? Aber weil wir das so selbstverständlich sehen, sehen wir den Effekt nicht. Und ja, das ist ein großes Problem und wir müssen uns bewusst machen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir die ganzen tollen Sachen haben. Menschen wie der Herr Buzek haben dafür gekämpft, dass wir das haben und wir sollten das auch weitermachen. Danke. Das ist gleich der Frau Regner weiter. Aber ich möchte da auch einen anderen Punkt hineinnehmen, der schon angesprochen worden ist, nämlich auch vom Anatol. Also, weil du da jetzt schon so einen Appell in Richtung Demokratieverständnis, und das kam ja auch von Ihnen schon im Hinblick auf die EU-Wahl. Was uns jetzt so aktuell aus den Nachrichten ja tagtäglich begleitet, ist das große Stichwort Brexit. Ja? Und ich habe mir da angeschaut, nämlich von den Zahlen. Also wir wissen, ihr habt es sicher auch schon mal gehört, beim Referendum, beim EU-Referendum im UK hat die Jugend versagt, wenn man das so auf den Punkt bringt. Das haben die Nachbefragungen dann ergeben. Und der Schock ist aber groß gewesen. Es hat von uns eigentlich niemand gedacht, dass das passieren kann, dass UK aus der Europäischen Union aussteigen wird und kein Mitgliedsland mehr sein wird. Der Schock bei den Jungen war groß. Da hat es in Zeitungen oft so Statements gegeben wie: Wir Jungen müssen ausbaden, was die Alten entschieden haben. Ja. Aber wenn man sich eben die Zahlen anschaut, von den 18- bis 24-Jährigen waren zwar 72% für den Verbleib in der Europäischen Union, aber wenn man sich die Wahlbeteiligung anschaut, haben fast 2/3 der jungen Leute nicht gewählt. Frau Regner, da fehlt es da eigentlich so an dem demokratischen Bewusstsein, dass sich Europa mitgestalten kann. Wie erklären Sie sich, also auch wenn man die Europawahlen bei uns anschaut, also es wird spannend, wie das nächsten Mai, am 26. Mai wird in Österreich die Europawahl sein. Die Wahlbeteiligung war bei der letzten Wahl, wo Sie hier in der zweiten Periode auch gewählt worden sind, war in Österreich 45%. Ja? Aber wenn man sich die Jungen anschaut, 45% im Durchschnitt. Von den Jungen zwischen 18 und 24 sind 30% in Österreich zur Wahl gegangen. Woran liegt's? Also das Selbstverständliche, das müssen wir wirklich jeden Tag aufs Neue erkämpfen, natürlich aber vorher einmal erklären. Und was ist das Selbstverständliche? Das ist das, was von Ihnen allen jetzt erwähnt wurde, eben, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir in der Früh aufwachen und keine Angst haben müssen, dass da jetzt Krieg ist, dass man, wenn man krank ist, ins Spital geht und dass das natürlich alles leistbar ist. Also Dinge, die sind selbstverständlich, das ist so. Das brauchen wir nicht in Frage stellen, aber vielleicht sollten wir manchmal drüber nachdenken, dass das eben nicht selbstverständlich ist und dass das eben sehr viele Menschen echt erkämpft haben. Also teilweise unter Einsatz ihres Lebens, später unter großem Einsatz, vielleicht nicht mehr des Lebens, aber doch mit ganz großer Begeisterung erstritten, erkämpft haben, demonstriert haben. Wir haben jetzt gerade vor einigen Tagen gefeiert, also 100 Jahre ist es her, dass Frauen wählen gehen dürfen. Also ich meine, wenn man jetzt dran denkt, denkt man sich, es ist ja vollkommen lächerlich, selbstverständlich natürlich. Aber viele Dinge sind eben nicht mehr selbstverständlich und wir merken das eben an allen Ecken und Enden mit dieser einerseits Verblödungsmaschinerie, die sehr viele Medien fahren, was sie auch gerade im Vereinigten Königreich, in Großbritannien gemacht haben, dass auf einmal immer mehr Leute glauben, die Erde ist eine Scheibe und die Europäische Union verbraucht jede Woche, ich weiß nicht, 1 Milliarde allein an Geldern, die man sonst in die Gesundheit in Großbritannien investieren könnte. Das heißt, es braust so viel Blödsinn an uns vorbei und meistens weiß man ja, das stimmt ja alles gar nicht, aber irgendetwas bleibt hängen. Und ich selbst bin natürlich auch schon sehr viel Blödsinn ausgesetzt gewesen, aber es sind Dinge, die auf einmal im Raum stehen und irgendwie nimmt man das also so mehr oder weniger vorbeiziehend wahr. Und das ist auch in Großbritannien passiert. Was passiert ist, dass man vielleicht nicht geglaubt hat, dass 1 Milliarde da in der Woche an die Europäische Union überwiesen werden muss, aber was geblieben ist, verdammt viel ist es, viel zu viel und das ist eine Fehlinvestition. Das ist alles hängen geblieben und gerade auch bei jungen Menschen, aber nicht nur bei diesen, muss man sagen. Also
Also da sind auch schon gewaltig viele andere dabei gewesen. Fazit ist, also das ist so quasi die Botschaft, die ich immer nur raustragen kann, all das, was ist und das halt positiv ist, über das man sich nicht den Kopf zerbricht, also ob die Eltern ein Urlaubsgeld kriegen oder ob man jetzt ganz viel arbeiten muss oder weniger arbeiten muss und dass in der Europäischen Union Frieden ist und dass man schon irgendwann at the end of the day eine Lösung finden wird zum Klimawandel, das ist nicht selbstverständlich. Das ist irrsinnig viel Arbeit und dass es auf euch ankommt, dass es auf euch ankommt als Wählerinnen und Wähler, bei europäischen Parlamentswahlen, bei Gemeinderatswahlen, wer Bürgermeister ist oder wer Bundespräsident ist. Aber dass das natürlich quasi der letzte Akt ist, den man setzt, indem man seine Stimme abgibt. Vorher ist es ganz wichtig, sich einmal eine Meinung zu bilden, eben in Debattierclubs, in Schuldiskussionen, einmal herauszufinden, wofür stehe ich denn eigentlich oder was ist mir in meinem eigenen Leben wichtig. Und wir haben das gerade gemerkt in Ländern, die erst kurze Zeit Mitglied in der Europäischen Union waren, also ich nehme jetzt Kroatien raus, bei den europäischen Parlamentswahlen, bei denen ist die Beteiligung ganz besonders gering. Das bedeutet aber nicht, dass denen die Demokratie wurscht ist, sondern die haben nämlich teilweise, so haben wir das gelernt, geglaubt mit der Stimme, dass sie jetzt Mitglied in der Europäischen Union sind, ist alles gerettet, bis ans Ende der Tage. Jetzt braucht man nicht mehr wählen gehen. Und das, was wir jetzt gerade merken, auch in Österreich, aber nicht nur in Österreich, in allen europäischen Ländern, ist eben dieses, wie du auch vorhin gesagt hast, das Auseinanderdriften der Positionen. Und das möchte ich euch auch nur sagen, dass es immer wichtiger wird, wofür ihr steht, was euch wichtig ist. Wollt ihr haben, dass wir uns alle einigeln oder wollt ihr weltoffen sein und woanders leben und arbeiten können? Wollt ihr haben, dass Frauen gleichberechtigt sind und da was mitzureden zu haben? Oder wollt ihr haben, dass nur mehr noch die Machos quasi das große Wort schwingen? Apropos Machos, über den großen Teich, ja, wissen wir, wer über Twitter die Welt in Atem hält, ja. Warum, und das gebe ich gleich an den Christian auch weiter, wenn wir so populistische Sätze hören, ja, ich übersetze es jetzt einmal, mache es einmal europäisch populistisch, ja, Europe first, ja, und make Europe great again, von mir aus auch. Ja. Es gibt einen Diskussionsprozess, und das hat der Brexit ausgelöst in Europa, zu überlegen, was wollen wir eigentlich hier in Europa, wie geht es weiter. Es gab von Emmanuel Macron, dem französischen Staatspräsidenten, mehrere Reden, aber vor allem auch die Rede in der Sorbonne, seine Zukunftsvision, das Dream Team unter Anführungszeichen, Merkel und Macron gestalten Europa weiter. Ich weiß, in Deutschland, gerade vor kurzem da eine Diskussion darüber gehabt, in Frankreich, in Deutschland gibt es sehr viele Bürgerdialoge, Austausch, was erwartet man von der Zukunft Europas. Österreich merkt man da nicht sehr viel, gibt natürlich die Bürgerdialoge von der Kommission mit Kommissaren, von Seiten der österreichischen Bundesregierung habe ich es noch nicht so wahrgenommen, die sind zu sehr mit dem Vorsitz beschäftigt. Was sind so die Erwartungen für die Zukunft Europas? Ist das die Renationalisierung, die scheinbar passiert, nicht Europe first, sondern Austria first und Hungary first und was weiß ich? Also ich würde vielleicht noch einen Punkt davor noch ergänzen, weil Sie es gesagt haben, Frau Regner, und ich stimme Ihnen zu 100% zu, quasi, dass da sicher auch beim Brexit die Medien einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass die Stimmung so war, wie sie ist und dass man irgendwie quasi diese Verblödungsmaschinerie, haben Sie es, glaube ich, genannt, aber mindestens genauso wichtig ist, und da sind wir in der Schule, und deswegen glaube ich, dass es auch ein guter Punkt ist, um das anzusprechen, dass man in der Schule auch über Politik diskutiert und auch über Europapolitik diskutiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe in der Schule eigentlich überhaupt nicht über Politik diskutiert oder auch nicht über Europapolitik. Also ich habe mir nie eigentlich in der Schule angelernt, eine eigene Meinung über Politik zu bilden. Also man kann das ja auch in einem Diskurs machen, und ich glaube, das ist einfach etwas, das momentan viel zu kurz kommt, und deswegen ermutige ich euch alle, wenn es irgendein Thema gibt, dann nehmt ein Unterrichtsfach, wo ihr das Gefühl habt, das passt, und versucht mal mit dem Lehrer zu diskutieren. Ich hoffe, das stößt nicht auf ganze Ablehnung vom Lehrkörper, aber ich glaube, das ist extrem wichtig, weil so kann man sich auch eine eigene Meinung bilden.
zu der Frage von dir, Benedikt, was sich die Jugendlichen denn quasi eigentlich wünschen. Also grundsätzlich, und wir haben auch eine Jugendumfrage quasi gemacht als Bundesjugendvertretung, und die war auch europaweit. Also wir haben 54.000 Menschen befragt und haben die mitgemacht. In Österreich waren es fast 2.000 Jugendliche. Und insgesamt ist eine total proeuropäische Stimmung da. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es zu einer Renationalisierung kommt, überhaupt nicht. Aber, und das sagen 94% dieser Befragten, dass sie sich mehr Mitspracherecht wünschen als quasi junger Teil der Bevölkerung. Also es gibt teilweise auch Dialogplattformen, wo junge Menschen eben quasi Politiker und Politikerinnen auf europäischer Ebene adressieren können. Aber ich glaube schon, dass es da sicher noch ganz viel Potenzial gibt, wo man junge Menschen einbindet, wo man quasi auch junge Menschen befragt, was man überhaupt will. Weil man hat oft das Gefühl, Innenpolitik ist sehr präsent. Man wählt und am nächsten Tag diskutiert man über den Inhalt. Bei der Europawahl habe ich das Gefühl, das Thema schläft total ein. Ein halbes Jahr vor der EU-Wahl gibt es dann 40.000 Podiumsdiskussionen in ganz Österreich, dann wird gewählt und dann ist wieder 4,5 Jahre irgendwie das Thema eher ad acta gelegt. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Man muss immer darüber diskutieren. Junge Menschen wollen immer quasi auch ihre Meinung quasi abgeben. Und ich glaube, deswegen muss dieses Thema präsenter werden und auch die Jugend ernst genommen werden. Herr Dr. Buseck, zur Zukunft Europas noch einmal gefragt. Diese Ideen, die es von Macron gibt, mehr Europa, die Frau Bundeskanzlerin Merkel hat gestern gesagt, Europa, die Mitgliedstaaten sollen mehr Souveränität an Europa abgeben. Ist Österreich, sind wir bereit dazu? Man weiß oft nicht, wo Österreich genau steht, mehr bei den Visegrad-Staaten oder wirklich mit Frankreich, mit Deutschland mehr Europa haben zu wollen. Ja, das ist eine klassische österreichische Strategie. Ne? Wir sind immer irgendwo in der Mitte, das weiß man nicht genau, wo wir sind. Ich habe das einmal etwas boshaft beschrieben. Wir wissen den Kompromiss, bevor wir den Konflikt erkennen. Also sozusagen, wir drucken uns da ganz gern. Das ist eine nationale Eigenschaft, die wir keine politische Gruppe allein dafür haftbar machen. Das ist ein generelles Problem. Nur um auf das einzugehen, was die Frau Abgeordnete Regner gesagt hat, ich muss sagen, ich habe einen tiefen Respekt für die Entwicklung des Europäischen Parlaments, denn das war ein Stiefkind in der gesamten Situation. Erstens später geboren, zweitens keine Rechte, drittens ignoriert, viertens kommt in den Medien nicht vor und da hat das Europaparlament sehr gekämpft. Aber die positive Einleitung hat einmal zunächst zur Befriedung gedient. Aber umgekehrt muss ich sagen, Frau Abgeordnete, mit dem, was Sie gesagt haben, werden wir die Europawahlen im Sinne Europas nicht gewinnen. Denn was ist das Wesen einer Wahl? Eine Wahl ist eine Entscheidungsfrage. Und daher muss es jenseits der Frage, welche Personen gewählt werden, müssen die Fragen klar sein, worum es in Wirklichkeit geht. Also wahrscheinlich wäre zu empfehlen, dass man sagt, wollt ihr mehr Europa oder wollt ihr weniger Europa und so weiter. Das ist eine unangenehme Frage, da drücken sich in Wirklichkeit alle. Ich meine, das, was der Macron sagt, ist auch sehr schön, aber das ist halt sozusagen Macron und dann hat er eine gute Presse in Frankreich oder eine weniger gute Presse. Wir brauchen einen europaweiten Prozess einer Diskussion, dass generell gewusst wird, worum es wirklich geht. Das fängt beim Wahlrecht an, will ich nicht Ihre Position anzweifeln als Abgeordnete, aber wir wollen nach österreichischem Recht und österreichische Parteien. Das ist stinklangweilig. Ich wähle Österreicher für das österreichische Parlament. Es müsste also möglich sein, in Europa ein paar interessante Europäer aufzustellen, die auch in Österreich hier darum laufen. Das ist viel interessanter. Ich meine, es ist ja an sich der Zahl der Europaabgeordneten nicht gelungen, übertrieben bekannt zu werden. Sie sind es, weil Sie Fraktionschefin sind, der Karas ist es und so weiter. Und dann wird es schon sehr dünn. Ne? Dass wir aber weitaus mehr Abgeordnete haben, ist schon ein Völler. Man muss eine Entscheidungsfrage aufbauen, um die es eigentlich geht. Denn die Leute wollen hingehen und wollen bei einer Wahl etwas entscheiden. Ich glaube, die wollen nicht unbedingt entscheiden, wer von welcher Partei, aus welcher Liste und so weiter hier kommt und ob der Sohn eines Landeshauptmanns geeignet ist oder nicht. Das ist ja alles komisch. Ich meine, da funktionieren die innerparteilichen Mechanismen nicht. Sondern wird es wirklich um die Frage gehen, wollen wir hier mehr Europa, in welchen Fragen? Das müsste formuliert werden.
von entscheidender Bedeutung. Es gibt eine Menge Sachen, die nicht in der EU entschieden werden sollen, der Meinung bin ich auch. Es gibt aber eine Menge Sachen, die in der EU selber entschieden werden. Ich meine, es gibt so Themen, die immer verkauft werden als Schiffer. Ja, ja, wir sind für mehr Sicherheit. Ja, was heißt mehr Sicherheit? Wird es möglicherweise mehr Militär geben müssen? Keine angenehme Botschaft. Jedenfalls für meine Generation, die noch sehr stark geprägt ist hier vom Krieg. Wie schaut es in Wirklichkeit aus? Momentan sozusagen befrieden wir uns mit mehr Grenzkontrollen. Es ist nicht so, dass Sie ohne Schwierigkeiten nach Deutschland reisen können. Da kann ich Ihnen nur empfehlen, halten Sie sich am Walserberg auf. Unsere bayerischen Freunde machen dort idiotische Grenzkontrollen. Ich bleibe dann immer stehen und sage, wen habt ihr schon gefangen? Ne? Na, niemand. Die schauen einem Arm im faden Auge, sozusagen, weil sie selber es idiotisch finden, dort zu stehen. Ne? Also da sind die Dinge nicht zum Punkt richtig entwickelt. Oder wir müssen auch in der Frage der Bildung hier haben. Bildung ist kein Kompetenztatbestand der Europäischen Union. Das halte ich für einen ganz großen Fehler. Denn in Wahrheit ist heute die Integration der Bildung, der Ausbildung und so weiter, der Forschung von entscheidender Bedeutung. Warum ist es das nicht? Ja, alle sagen, es ist eine Frage der nationalen Identität. Nur ich weiß, was für meine Jugend und so weiter gut ist. Das sollte man langsam europäisch gemeinsam wissen, wenn nicht sogar weltweit, würde ich hier sagen. Da gibt es die idiotischsten Regelungen. Ich war zuständig dafür als Minister, ich kann Ihnen sagen, wir haben eine Riesenabteilung damit beschäftigen müssen, um die Prüfungszeugnisse von anderen Ländern zu überprüfen, ob die auch bei uns gelten. Blödsinnig, wirklich, wirklich blödsinnig. Aber da gibt es keinen entsprechenden Aufschrei. Also Frau Abgeordnete, ich würde Ihnen empfehlen, in aller Sympathie für Sie sage ich auch gleich dazu, ihr müsst ein bisschen aggressiver werden in den Themen. Das ist alles eigentlich das ist ein guter Appell. Sehr langweilig. Und das Langweilige, das interessiert einem nicht. Jeder ist dafür, dass es eine spannende Frage ist. Da darf man es halt nicht langweilig machen. Ne? Aber ja, schon, aber die Frage muss interessant sein. Ja. Die Leute haben schon einen Instinkt dafür. Naja, ist das wichtig Zukunft für die Europas, Zukunft oder ist das? Ja, ja, schon. Ja. Weil, es ist schon entscheidend, wie sich meine Zukunft gestalten wird. Ja? Aber Jasmin, wenn man an die Fragen eben der Jugenderwartungen für die Zukunft. Also ich wollte noch eines ergänzen, weil der Diskussionsprozess, welches Europa wollen wir? Es gibt, die Frau Regner will schon gehen, aber Sie müssen gehen, aber Sie kriegen gleich nochmal das Wort, bevor Sie laufen. Es tut mir jetzt leid, wenn ich da mehr oder weniger reinfahre. Ich habe das am Anfang gesagt, ich muss einen Zug erwischen, weil ich eine weitere Podiumsdiskussion habe mit Betriebsrätinnen. Und deshalb möchte ich natürlich nicht das Wort abschneiden. Ich möchte mich nur von Ihnen, von euch verabschieden und in aller Kürze nur so viel sagen. Meine Partei nimmt sehr wohl Rücksicht darauf, dass es wichtig ist, und wir haben dafür gekämpft, es ist uns wichtig, dass Menschen, junge Menschen ab 16 Jahren wählen dürfen, auch junge Menschen auch tatsächlich im Europäischen Parlament vertreten sind. Also unsere Liste soll das Leben reflektieren, nämlich Männer und Frauen, jüngere, ältere, ein bisschen Ost, West, Nord, Süd, also städtische, ländliche Bevölkerung, das ist oft gar nicht so einfach. Und deshalb will ich da jetzt natürlich die weitere Diskussion nicht mehr aufhalten, sondern mich von euch verabschieden. Bedanken für die Diskussion. Noch so viel sagen, dass es dass Europa so wahnsinnig wichtig ist, dass wir da nicht herumeiern müssen. Herr Buzek hat das jetzt angesprochen, es soll ein bisschen aggressiver werden. Also ich möchte sagen, ich bin nicht gern aggressiv. Ich bin gern davon, ich bin überzeugt davon, wie wichtig es ist, dass wir in Europa zusammenhalten. Und zwar nicht um des Zusammenhalten Willens und wenn wir halt gerne woanders auf Urlaub fahren und halt nicht so gern den Pass herzeigen, sondern weil es im Endeffekt für uns alle gut ist, wenn wir eben unser Leben finanzieren können, schön brav in die Schule gehen können, zu Hause dann mehr oder weniger ein angenehmes Leben führen können in Wohlstand und in Frieden. Und da müssen wir zusammenhalten und zusammenarbeiten, heftig politisch diskutieren. Und das ist das, was ich mir eigentlich wünsche, nämlich relativ natürlich viele junge Menschen, die wählen gehen, die wissen, worum es geht, aber im Endeffekt eine fade Politik. Also eine fade Politik. Ja, nein. Ich weiß schon, wie, um was es geht und wie ernst die Situation ist.
Aber ich glaube, unser Ziel soll sein, dass wir wirklich ein ganz normales, schönes, demokratisches Leben führen können und dazu das Europäische Parlament und all das, was wir uns geschaffen haben, letztlich nützen. Danke, Frau Regner. Danke auch fürs Dabeisein. Ich wollte der Frau Regner, wenn es jetzt gerade im Hinausgehen, gebe ihr das mit, ich wollte ihr ja entlocken, auf ihrem Twitter-Account hat sie ein Profilbild und da hat sie auch einen Text stehen und da steht nämlich, für ein Europa, das sozial schützt, aber was mir extrem gut gefällt, für ein Europa zum Verlieben. Ja, also auch diese Emotion dazu. Aber jetzt zurück, wir müssen ohnehin ein bisschen, wir müssen auf die Zeit schauen, damit uns nicht alle Zuhörer einschlafen, aber es ist ja doch hitzig und deswegen noch von der jungen Seite, der jungen Generation, eure Erwartungen, eure Forderungen für die Zukunft Europas. Wie schaut dieses Europa in 20, 30 Jahren, wenn es dann einmal so alt seid wie wir, aus? Ich denke, das ist eigentlich eine sehr schwierige Frage und von einer 19-Jährigen schwer zu beantworten, was in 20, 30 Jahren in Europa ist. Das hängt auch sehr viel mit den Entwicklungen zusammen und wie die Wahlen ausgehen und so weiter und so fort. Was ich mir wünschen würde, weil die Frage kann ich sehr wohl beantworten, ist immer noch ein relevantes Europa und ein Europa, in dem wir auch als Jugend mitentscheiden können, wie wir es gehört haben, ein Europa, in dem eventuell die Wahlen, wie Dr. Pussek gesagt hat, nicht mehr so schwierig sind. Also es ist ja auch für uns Jugend schwierig, einfach wenn wir einen Zettel haben mit ganz vielen Namen, wirklich uns davor zu informieren, wirklich genau zu verstehen, hinter was steht, welche Person etc. etc. Also dass das alles auch für uns ein bisschen nicht unbedingt vereinfacht wird, aber dass es einfach auch logischer nachzuvollziehen ist, wer was tut. Gut, dann gebe ich es gleich weiter. Also ich muss sagen, was ich mir wünsche, wenn ich an die EU denke und an uns, ist ein bisschen mehr eine europäische Identität. Es wurde auch schon angesprochen bei der Diskussion heute, die Nächstenliebe, das Berücksichtigen von anderen, das Zuhören. Ich glaube, das ist essentiell, damit im Endeffekt die EU funktionieren wird und damit auch der Staat Österreich funktionieren wird. Und deswegen wirklich plädiere ich an euch alle, nehmt teil an solchen Diskussionen, lasst eure Meinung wissen, geht aber auch auf andere Meinungen ein, respektiert andere Perspektiven und überlegt euch, wie kommt ihr zu eurer Meinung, warum hat der andere diese Perspektive? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir in Europa nicht mehr nur national denken, wie es leider viel von manchen Parteien gepraised wird, aber vielmehr noch als allgemeine Europäische Union denken. Und Sachen, die in der Zukunft auf jeden Fall wichtig sind und für uns Jugendliche, denke ich, ist zum Beispiel ein modernes Europa. In Sachen Digitalisierung, in Sachen autonomes Fahren, da ist schon viel Forschung auf europäischer Ebene und das wäre ohne der EU nicht möglich. Aber ich glaube, dass wir in 20 bis 30 Jahren auch noch ein viel moderneres Europa erleben werden. Aber das kann auch nur passieren, wenn wir es auch mitgestalten. Und das heißt, dass wir uns beteiligen müssen. Mhm, danke. Philipp? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Naja, was deine Erwartungen an Europa und die Zukunft sind. Also auch was der Anatol jetzt eigentlich schon ein jüngeres, ein frischeres, ein moderneres, aber aus deiner Sicht auch noch. Ich wünsche mir, dass ich die Chancen, die ich jetzt bekomme, auch in der Zukunft noch haben werde, dass meine Kinder, dass dann in der Zukunft und Enkelkinder und weiß nicht was, auch die gleichen Chancen, die ich jetzt habe, auch immer noch haben werden, dass wir in der Zukunft nicht irrelevant werden, weil wir ein recht kleiner Teil der Bevölkerung auch sind, dass wir trotzdem noch wichtig sind, dass wir unseren Wohlstand auch erhalten können und dass wir gleichzeitig, die EU ist ein großes Projekt mit vielen Mitgliedern, dass wir uns gegenseitig auch hochziehen, dass wir alle davon profitieren. Aber am allerwichtigsten ist mir eben, dass wir dann langfristig alle dieselbe Chance haben. Danke. Ich würde da noch dazu sagen, auch die Chancen zu nützen.
Ja? Also Erasmus ist ja gefallen, auch Europa zu reisen, im Ausland zu studieren, für die ganz persönliche Weiterentwicklung. Weil wir jetzt langsam zum Schluss kommen, was mir nur so am Herzen liegt, ich denke, man müsste ja so neben den Basics, wie die Europäische Union funktioniert, von dem System, vom System her, von den Strukturen her, auch das Inhaltliche ein bisschen klarer machen. Ja? Also man hört ja sehr oft die europäischen Werte, was die eigentlich sind. Und es ist gar nicht so bekannt, weiß nicht, ob ihr das im Unterricht schon mal gehört habt, dass neben dem Vertrag für die Europäische Union, dem Vertrag von Lissabon und die Arbeitsweise, auch die Charta der Grundrechte in der EU gibt. Also wo ganz klare Rechte, die jeder einzelne Bürger, und das knüpft sich ja sehr an die Menschenrechte, da auch festgelegt sind. Also googelt einmal Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Weil es schon mehrfach gekommen ist, die Europawahl. Am 26. Mai 2019, also in einem halben Jahr, haben wir die Europawahl, wählen wir die Abgeordneten zum Europäischen Parlament. Und es wird da in den nächsten Monaten, dann werden die Parteien anfangen, aber völlig unabhängig, nämlich überparteilich, geht es darum, wie auch hier am Podium, dass ihr wählen gehen sollt, dass ihr euer demokratisches Recht auch nützen sollt. Und damit es nicht nur einfach zur Wahl geht und nicht wisst, wofür und was ist dahinter, haben wir ja versucht hier zu diskutieren, was Europa für uns bedeutet. Und das wäre auch wichtig, dass ihr euch damit auseinandersetzt und beschäftigt. Im Unterricht, aber auch privat, mal vielleicht auf Instagram oder auf Facebook oder wo immer ihr Social Media mäßig unterwegs seid, mal vielleicht auch was über Europa sucht, über die Europäische Union. Da gibt es einen Tipp. Das Europäische Parlament hat nämlich eine Initiative, eine Kampagne, die heißt Diesmal wähle ich. Das ist auch dieser Hashtag. Und dafür gibt es auch eine Webseite. Also das ist vom Europäischen Parlament speziell für junge Leute gemacht, wo man sich registrieren kann, wo man dann, das hat nichts jetzt mit Parteienkampagnen zu tun, sondern das ist für die Europäerinnen und Europäer und vor allem für die Jungen, diesmal wähle ich, so als Bekenntnis. Und die Frage, diesmal wähle ich, ja für was? Für besseres Klima, für guten Job, für Ausbildung und so weiter. Also das ist so eine Frage, die man sich einfach stellen muss. Und was nämlich toll ist, es gibt da eine zweite Webseite vom Europäischen Parlament, die gibt es erst seit letzter Woche. Und da gibt es auch den Link auf der Seite. Und die heißt whateuropedoesforme.eu. Und da ist dann aufgeschlüsselt für jedes Land, was Europa für dich ganz konkret tut. Da kann man nachschauen, also was ist jetzt in Floridsdorf oder wo auch immer da die EU präsent. Und ich möchte noch auf etwas hinweisen, und zum Abschluss werde ich noch unsere Diskutanten nämlich quasi nach einer Empfehlung für die Europawahl oder für europäisches Bewusstsein fragen, so einen kurzen, pfiffigen Spot, wenn man so will. Und bei der Gelegenheit auch darauf hinweisen, das ist auch eine Chance, wo ihr weiterarbeiten könnt. Die Wiener Zeitung macht nämlich einen Videowettbewerb. In ganz Österreich ab der 8. Schulstufe können alle Schülerinnen, alle Klassen mitmachen. Die Future Challenge, und die heißt genauso wie unser heutiges Thema hier, Europa for me. Und die Future Challenge besteht darin, dass man einen Europa-Wahlspot, also einen Videospot von 2 oder 3 Minuten produziert, ihr in der Klasse. Nämlich, warum es wichtig ist, an der Europawahl teilzunehmen und warum du überzeugt bist oder auch andere überzeugst und welche Themen für dich wichtig sind. Die Webseite, es ist ganz einfach, wenn man Future Challenge und Europa for me eingibt, dann findet man das sofort, aber es ist wienerzeitung.at/Future Challenge, also auch mit Future Challenge alleine findet man das. Die Klassen können sich jetzt anmelden, mitmachen bei dem Wettbewerb. Es gibt dann, glaube ich, sogar mit dem Bundesminister eine Preisverleihung nächstes Jahr.
Und also man kann auch was gewinnen. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Sache, wo wir auch interaktiv junge Leute einbinden wollen, nämlich ein Bekenntnis zu geben. Und genau dieses möchte ich jetzt in der Abschlussrunde ganz kurz und vielleicht eben pfiffig. Wer möchte anfangen? Bitte. Dann fange ich gleich an. Ich habe mir überlegt, ich hoffe, man hört mich. Ja, jetzt hört man es nicht. Und zwar, entscheide selbst, lass andere nicht dein Schicksal für dich definieren. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz dazu. Wenn ihr nicht wählen geht, dann unterstützt ihr im Endeffekt nur die stimmenstärkste Partei und das muss nicht unbedingt eure Meinung vertreten. Also überlegt euch wirklich gut, wen ihr wählt, aber ganz wichtig, geht's auf jeden Fall wählen. Danke. Philipp. Ja. So. Jeder von euch ist die EU, jeder von euch ist Europa, jeder von euch ist ein genauso wichtiger Teil wie jeder andere. Und wenn man was will, dann muss man dafür kämpfen. Und wenn man was will, dann muss man sich dafür einsetzen. Und deswegen werdet euch im Klaren, was ihr wollt, und dann setzt euch dafür ein. Herr Busseck, jetzt machen Sie auch gleich noch so einen Wahlspot. Das ist der Fanclub von Philipp hier aus der Bundeshandelsakademie, 10. Bezirk. Ja, aber da muss ich sagen, da müsst ihr dann auch wählen. Er stellt sich auf als Kandidat. Ja, was ich gerne sagen möchte, und herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein, schlicht und einfach, geht's in die Politik. Ihr könnt euch nicht aufregen, dass die Politik scheiße ist, Entschuldigung für den Ausdruck, oder die Dinge nicht funktionieren. Ihr müsst die Möglichkeiten der Mitgestaltung in Anspruch nehmen. Das heißt, hingehen zu Veranstaltungen, das heißt, sich zu Wort melden, sich bei entsprechenden Aktionen zu engagieren und allenfalls auch in irgendeiner Weise in die Politik gehen. Wenn es keine Partei findet, gründet eine neue oder so irgendwas. Aber leben in die Sache hinein, das ist die einzige Möglichkeit, denn das ist eure Zukunft. Bei mir ist das schon wurscht, aber ich bin auch in die Politik gegangen. Ich habe versucht, meinen Teil zu tun. Tun Sie das bitte. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das ist alles summiert heute und so weiter. Sozusagen gepflegte Langeweile. Das kann es nicht sein. Das ist sehr spannend. Und worum es in Europa geht, ist einfach um die Zukunft Europas. Sonst wird das Land verschwinden und wird bestenfalls der Blinddarm von Asien sein. Danke. Jasmin. Mein Spruch wäre ganz kurz, und zwar, wenn nicht jetzt, wann dann? Die Wahlen finden nicht jedes Jahr statt. Wenn ihr mitentscheiden wollt, ist im Mai die Chance dazu und dann auch länger nicht mehr. Super, danke. Ich würde sagen, Europa, das sind wir, das sind nicht die in Brüssel, das sind wir alle, sind wir am Podium, das seid ihr im Publikum und dementsprechend seid laut, sagt, was euch stört, sagt, was ihr gut findet, geht's hin zur Wahl und stimmt's einfach mit und entscheidet den Weg, denn Europa geht einfach mit. Super, danke. Ich habe jetzt selber gar keinen so einen Slogan, aber ich kann nur sagen, ich finde einfach, Europa muss viel mehr jünger werden und vor allem sexy und an dem könnt ihr einfach mitarbeiten und mitwirken. Und es gibt von den Jugendinformationsstellen auch so eine Europawahlkampagne und ich habe leider nur so ein kleines da, aber ich finde das so super cool und bin fast traurig, dass ich nicht die Idee hatte, dass mit Händen geformt eben ein Herz und dann steht drunter, willst du mit mir gehen? Ja, willst du mit mir gehen? Also auch in der Hinsicht, in Liebe vereint Europa, aber auch willst du mit mir gehen zur Wahl. Ich möchte euch an der Stelle danken, möchte am Podium den Diskussionsteilnehmerinnen danken, euch für die Zeit, fürs Zuhören, fürs Mitdenken und mit der Einladung, beschäftigt euch mit Europa, denkt weiter, diskutiert weiter, eure Stimme zählt, ihr könnt alle wählen gehen und ihr beeinflusst die Meinung. Danke. Applaus